Ja, hallo und Servus bei Wolfsbike und Tour TV. Eine günstige Lederkombi in einer ordentlichen Qualität, gibt es sowas überhaupt? Ich habe mir das jetzt anhand des Red Carbon Zweiteilers von XLS angeschaut und wenn euch meine Meinung dazu interessiert, dann bleibt dran. Ja, im Lockdown ist man eindeutig zu viel im Internet, nicht nur die Melva online shoppen, sondern auch ich. Ich habe mir, wie schon erwähnt, diese XLS Red Carbon Lederkombi geleistet, wobei geleistet ist gut, um 369,95 Euro ist es wirklich ein Schnäppchen meiner Meinung nach. Gefunden habe ich das im Online-Shop bikers.com. Ich werde euch das unten in der Videobeschreibung auch verlinken. Die haben wirklich eine große Auswahl an günstiger Motorradbekleidung, in erster Linie Lederbekleidung, aber auch Textilsachen. Sie haben Helme, Handschuhe, Stiefeln, also da findet man einiges fürs kleine Geld, wenn man so will. Aber wie ich mich schon überzeugen können habe, zu einem richtig guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Kombi ist aus 1,2 bis 1,4 mm starkem Rindsleder. Sehr, sehr gut verarbeitet, meiner Meinung nach. Auch wenn man sich's im Detail anschaut, findet man da überhaupt keine Makeln. Ich habe ja doch schon einige auch höherpreisige Lederkombis gehabt. Also, die muss da wirklich keinen Vergleich scheuen. Du hast ordentliche CE-genormte Protektoren am Ellbogen, an der Schulter und an den Knien. Du hast abnehmbare Knieschleifer, die auch einen ganz einen guten Eindruck erwecken. Von mir noch nicht getestet worden sind. Ihr wisst, ich bin nicht der große Knieschleifer. Wenn ich mit dem Knie am Boden bin, dann ist damit zu rechnen, dass relativ bald danach auch der Lenker am Boden ist. Aber mein Eindruck jetzt von diesem Quandl ist wunderbar. Du hast hier großflächig perforiertes Leder, damit es auch bei hohen Temperaturen nicht unangenehm wird. Also das ist richtig gut durchlüftet. Wir haben ja doch schon letzte Woche 25 Grad gehabt. Und da kann man dann auch abschätzen, dass das auch im Sommer gut funktionieren wird. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass es auch im Detail wertig wirkt. Die Zippe sind richtig gut. Du hast dann immer noch so Verschluss drüber, also das heißt, da hakelt nichts und da tut da vor allem auch nichts weh. Da hast du nicht irgendwelche von den Zippenden, die da dann vielleicht unterm Handschuh drücken. Auch der Rückenprotektor, der Formeinsatz, da ist in Ordnung. Du hast hinten noch Carbonprotektoren außen. Also rein von, nicht nur von der Optik, sondern von der ganzen Haptik und so ist es bei Gotka billige Kombi. Du hast einen angenehmen Kragen und das alles zu einem meiner Meinung nach wunderbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei ein günstiger Preis ist das eine und wie fährt es sich ist das andere. Und ich muss sagen, die Bewegungsfreiheit ist wunderbar, auch deswegen, weil du da Stretch-Einsätze hast im Innenbereich unterhalb vom Gesäß. Du hast am Gesäß doppeltes Leder, also das schaut mal richtig gut aus. Und was ich wunderbar auch finde, ist der Verbindungsreißverschluss zwischen Jacke und Hose, der sehr leichtgängig geht, den du gut ergreifst. Das ist ja auch öfters so eine Fuzelei, dass man den findet und bei dem überhaupt nicht. Also das habe ich schon bei teureren Lederkombis ganz anders erlebt. Praktisch finde ich auch, dass da hier noch außen ein zusätzlicher Klettverschluss ist, weil man sich dann das schön passend machen kann. Du hast dann immer über den Reißverschlüssen noch so ein Klett drüber, dass da nichts flattert, auch im Wind. Und innen ein angenehmes Netzfutter. Rückenprotektor lässt sich austauschen. Könnte man theoretisch dann, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist oder was, vielleicht noch einen härteren, hochwertigeren reingeben. Aber dieser Formeinsatz ist auch in Ordnung. Auch hier bei den Hüften hast du so einen Einsatz. Bin da richtig angetan, aber nicht nur von der Kombi an sich, sondern auch von dem Online-Anbieter. Das ist mit ein Grund, warum ich auch dieses Video da mache, weil die sich wirklich auch Zeit nehmen für persönliche Gespräche am Telefon, also für Beratung, egal ob das jetzt die Größenauswahl ist. Wir haben auch Kurzgrößen und Langgrößen im Angebot, als auch was das Material anbelangt. Da habe ich mich wirklich wunderbar beraten gefühlt.
Und das Ganze dann eben zu einem richtig guten Preis. Die Lieferung war prompt, also bestellt und zwei Tage später war es bei mir aus Deutschland kommen, was dann auch noch zusätzlich angeboten wird, sind so Packages, bestehend aus der Kombi, Stiefeln und Handschuhe zu einem Paketpreis von 489 Euro. Wenn man alles einzeln nimmt, kommt man auf 560 Euro, also da spart man sich auch noch einmal einiges. Das hat schon was für sich, bequem von zu Hause zu shoppen, und wenn dann noch so eine kompetente telefonische Beratung dazu kommt, wie bei Bikerzone.com, dann kann man diesen Online-Shop wirklich empfehlen. Ihr kennt mich aber, es wäre kein Produkttest von mir, wenn ich überhaupt nichts finden würde. Es ist mir zwar wirklich schwer gefallen, weil ich ganz einfach finde, um den Preis ist es eine wunderbar verarbeitete Lederkombi, die mir auch optisch gut gefällt. Wenn es was zum Bekritteln gibt, dann, dass man keine Außentaschen hat. Man hat innen eine Brusttasche, aber nichts so für einen Motorradschlüssel zum Einstecken auf die Karre. Ist jetzt auch nicht das große Problem. Meistens hat man ja, finde ich, so eine Nierentasche umgehängt oder irgendwas. Aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist bei all meiner Begeisterung für die Kombi das Einzige, was ich dann wirklich gefunden habe. Wunderbar ist für mich die Passform. Man hat eine sehr, sehr gute Beweglichkeit, was wichtig ist. Selten noch, dass ich in ein Lederquandel reingeschlüpft bin und auf Anhieb mich so wohl gefühlt habe. Alles in allem muss ich wirklich sagen, kriegt diese XLS-Lederkombi von Bikerzone.com von mir einen Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer auch über einen. Schreibt es in den Kommentaren unten rein, was ihr für Erfahrungen mit günstigen Lederkombis gemacht habt, mit Online-Käufen. Würde mich interessieren. Also ich bin wirklich angetan von dem Produkt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, hört es noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, und abonniert nicht nur den Kanal, sondern aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft meine Videos nicht mehr versäumt. Leitl, ich sag's euch, wenn der Lockdown nicht bald vorbei ist, wird's noch richtig teuer. Und ich habe immer über die Mail und ihre Shoppingseiten gelacht.